Zeit eurer Teams hier in FIFA 22 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier am Sonntag 8 Uhr mit einem Käsemörchen in der Hand. Wenn dein Team auch beim nächsten Mal eventuell drankommen soll, also wenn du beim nächsten Mal drankommen möchtest, dann kommentier jetzt mit deinem FIFA Mobile Namen, mit deiner derzeitigen Gesamtbewertung und mit deinem FIFA Mobile Liga Namen. Das sind die drei Dinge, die du machen musst. Oder was heißt machen muss, aber das ist die Voraussetzung quasi dafür. Und dann ist eventuell dein Team in der nächsten Folge dabei. Ich kann halt nicht immer jede, also ich kann nicht immer alle Teams bewerten, weil es halt mehr als, ich bewerte ja also immer 7, 8, 9, 10 Teams und es sind halt immer mehr als 10 Kommentare. Deswegen kann ich nicht alles bewerten. Die Liste bleibt gleich. Ab 115 gibt es 5 Punkte. Es ist immer noch eine harte Liste. Ich bin gespannt, wie ihr euch heute anstellt, wie die Teams aussehen. Ich hab Bock und wir gehen auch direkt rein ins erste Team. Und das erste Team kommt nämlich vom Hansa. Wo war der Hansa Junge 2? Hansa Junge 2. Gibt's nicht. Hansa Junge 2 Punkt. Kann ich einen Punkt eingeben? Ah, ich kann einen Punkt eingeben. Hansa Junge 2 Punkt. Da ist er. Betula. 111, dafür gibt es 3 Punkte, Hansa Junge. 3 Punkte und er hat hier einen Lewandowski. Was meint ihr? Lewandowski wird er wechseln, wird Bayern streiken und Lewandowski bei den Bayern einfach halten, weil er hat ja den Vertrag. Jack Willisch, Adama Traoré, Jorginho Schweinsteiger, Stevie G, Desailly, Süle, Zanetti, Davis, Donnarumma, definitiv kein schlechtes Team. Ich finde es, was heißt kein schlechtes Team, das ist ein gutes Team. Aber jetzt, wo ich sage, boah, bam, für 5 Punkte reicht es somit nicht aus. Und deswegen gebe ich dir 4 und 4 plus 3 sind 7 von 10. Hättest du 112 übrigens, hättest du 4 Punkte bekommen. 111 ist die Grenze quasi so. Also 7 von 10 für dich. So, dann haben wir bei kleinen Namen, habe ich immer so ein bisschen Angst, Simi. Simi, nicht Sili, Simi. Erste Bundesliga 22-23 heißt die Liga. Aber er ist da. 113, dafür gibt es 4 Punkte. Also Simi kann nah dran kommen an 10 von 10. Und er hat ein interessantes Team. Stoichkov, Eusebio, Dembélé. Einen Nakata spielt er hier. Nakata. Gebe ich dir auch 4 Punkte für. 4 plus 4, aber du, Simi, kriegst jetzt 8 von 10, weil du halt ne, die 113er Gesamtbewertung hast. Also 8 von 10, GG. Und ja, vielen Dank für deine Einsendung. So, dann bewerten wir jetzt, glaube ich, ein Team von jemandem, der noch nicht so lange in FIFA 22 Mobile dabei ist. Eljasa 2.0, Icon Hunters mit einem 97er Team. Eljasa, es tut mir leid, wenn ich dir sage, du kriegst leider keinen Extrapunkt, weil 97 gibt es keinen Extrapunkt. Und das Team an sich, auch schwer. Dante als Linksverteidiger. Das war's komplett an dieser Stelle. Jonas Hofmann, der neue Rechtsverteidiger der deutschen Nationalmannschaft, Kapi. Gebe ich dir 2 Punkte für. Nimm's mir nicht böse. Eventuell, du kannst ja gerne in den nächsten 4, 5, 6 Wochen oder 3 Wochen nochmal dein Team reinschreiben. Und dann können wir eventuell, wenn du dann drankommst, wenn du Glück haben solltest, vielleicht sieht ja dein Team dann schon ganz anders aus. Aber das sind jetzt erstmal 2 Punkte für dich. 2 von 10. So, dann haben wir den J208. Ja, aber wenn ich noch JJ jetzt richtig schreiben würde. Nämlich genau so. Ja, so ist richtig. JJ208. OHG Homies. 106er Team. Dafür gibt es 2 Punkte. Und das Team an sich. Vier sind es für mich nicht, 2 wären genauso viel wie das Team eben, deswegen gebe ich dir 3 und 3 plus 2 sind 5. Du kriegst die volle Hand von mir, 5 von 10. Auch ein kurzer Name, aber FCC2 könnte sogar der einzige so sein. The Germans. Das ist meine perfekte Aussprache, The Germans. Ich sag's genauso, The Germans. Fühle ich zu 100% und das Team ist absolut geil. Hoi Min, dieser CR7, ein Leckerbissen. Ein Salah, ein Sokratis, ein Luka Modric, ein De Bruyne, ein Van Dijk, ein Vidic, ein Arnold, ein Lahm und ein Schmeichel. Also wenn dieses Team nicht 10 von 10 bekommt, dann weiß ich auch nicht mehr. Diese Ronaldo-Karte ist einfach ein Träumchen, wirklich. Die sieht so geil aus. Und The Germans, wer hat es kommentiert gehabt? Der Chris.
Chris, dein Team ist köstlich. Dann geht es rein ins Team von Maxi King. Maxi King 7712. Kavum aus der Liga Kavum Kavum. Dafür, also für 108 gibt es 2 Punkte für dein Team. Grifo Adeyemi, geil. Also Adeyemi ist sehr geil. Bellingham im Mittelfeld. Das, was ich nicht verstehe, ist ein Mertens auf dem rechten Flügel, ist ein Cole als Linksverteidiger, ist ein Beckham als RF im RM. Da kannst du doch, wieso stellst du David Beckham nicht auf dem rechten Flügel? Verkaufst Dries Mertens und packst einen richtigen rechten Mittelfeldspieler rein. Wäre jetzt mein Tipp an dich, Maxi King. Dann gebe ich dir 3 Punkte für das Team. Und somit landest du bei 5 von 10. 3 plus 2 sind 5. 5 von 10 für dich. Ich würde sagen, ein paar machen wir noch ohne Gnade. Ohne Gnade vom Hans. Hans aus der Maestro-Liga. Und Hans hat einen Mbappé, einen Trezeguet, einen Wähler, einen Stoichkov, Schweinsteiger, Bernardo Silva, Cancelo, Rumdia, Pepe, Carlos Alberto. Das sind somit... Ich gebe dir 4 und 4 plus 4 sind 8. 8 von 10. Wir probieren es mit dem Edlam als nächstes. Edlam, 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 Edlam. Liga Deutschland, da ist er. 106er Team. 106, dafür gibt es 2 Punkte. Edlam. Den normalen Lewandowski. Einen Müller als Mittelstürmer im Sturm. Einen Torgan Hazard. Edlam, was machst du da? Edlam, mein Freund. Edlam. Boah. Gebe ich dir 3 für. Und 3 plus 2 sind auch 5. 5 von 10. Ich glaube, 5 von 10 ist heute die Lieblingsbewertung, oder? Dann würde ich sagen, vorletztes Team. EC Clap. Ja. Hier muss ich gucken, wie ich das schreibe. Clap. You. Richtig? Richtig, German League. 107, dafür gibt es 2 Punkte. Der hat hier einen De Bruyne und einen Ronaldo als Stürmer, also Ronaldo Mittelstürmerkarte. De Bruyne als Stürmerkarte. Tchouameni, Hudson-Odoi. Ja, gebe ich dir 3 Punkte für. Also das ist ein gutes Team, aber für 4 reicht es aus meiner Sicht nicht aus. Somit 3 plus 2 sind 5, auch wieder 5. 5 von 10 ist heute Magic. Und das letzte Team für heute kommt vom Knoja. Knoja Moja Schmola aus der Liga Free-to-Play Army. Free-to-Play Army fühle ich, weil da theoretisch könnte ich es sein, der die Liga gegründet hat, weil ich bin auch Free-to-Play. Eusebio, Ronaldo, Bruno Fernandes, Renato Sanchez, Petit, Fofana, Nuno Mensch, Bailly, Rüdiger, Alberto, Cech. Ein solides Team. Für 104 kriegst du leider nur einen extra Punkt. Und für das Team an sich gebe ich dir auch 3. Und 3 plus 1 sind 4. Die 4 steht für Lifestyle. Und mit der Lifestyle-Zahl kann man die Folge definitiv beenden. Wir sehen uns heute Abend wieder um 20 Uhr zur nächsten 20 Uhr FIFA Mobile-Folge. Ich bin raus und bis zum nächsten Mal. Tschüss!